Der erste Career Day Gesundheitsmanagement war ein Praxisprojekt der Studenten am Campus M21 in München. Studierende und Branchenprofis des Gesundheitswesens diskutierten die verschiedenen Berufschancen im Gesundheitsmanagement und knüpften wertvolle Kontakte. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Vernetzung verschiedener Akteure im Unternehmen immer wichtiger wird. Und das ist ja das, was man als betriebliches Gesundheitsmanagement auch bezeichnet, verschiedene Schnittstellen sozusagen miteinander in Bewegung zu bringen und zum Thema Gesundheit oder Wohlbefinden Nutzen zu ziehen. Denn ich glaube, für Sie, um einen richtigen Einstieg zu finden nach dem Studium und auch eine Stelle zu finden, wo Sie sich wohlfühlen, ist, glaube ich, das Netzwerk eines der wichtigsten Dinge. In den Podiumsdiskussionen wurde das Berufsprofil des Gesundheitsmanagers geschärft und es wurden die Zukunftsaussichten betrachtet. Führende Akteure der Gesundheitsbranche, wie zum Beispiel Ingo Oswald, Chef des führenden Schweizer Bäderunternehmens Aqua Basilea, brachten ihr Know-how ein. Die Experten waren sich einig, dass sich die Branche im Aufwind befindet. Also es ist im Moment sehr viel im Fluss, weil ich glaube, die Herausforderungen werden jeden Tag vielfältiger. Demografische Entwicklung, das Thema Arbeiten bis 67, Lebensqualität im Alter erhalten. Da gibt es so viele Faktoren, sodass wir ganz individuelle Themen brauchen für den Gesundheitsmarkt der Zukunft. Und da brauchen wir Angebote, Innovationen und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Die Aufgabenfelder in der Gesundheitswirtschaft sind vielfältig. Campus M21 bietet im Gesundheitsmanagement daher zwei unterschiedliche Studienrichtungen an. Im direkten Gespräch mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen erfuhren die Studierenden, welche Kompetenzen sie für ihren Karrierestart mitbringen müssen. Ganz wichtig, und das berücksichtigen Sie auch in Ihren Studiengängen, ist natürlich im Grundsatz, was Bewegung, Sport wichtig für den Körper ist, aber eben auch diese Dinge, betriebswirtschaftliche Aspekte, was ist der Gesundheitsmanagementprozess, ist ganz wichtig, und die Themen Kommunikation, Projektmanagement sind ganz wichtige Faktoren, die Sie hier im Studium auch mit anbieten und die für uns am Markt auch wichtig sind. Der Career Day war ein voller Erfolg. Die Branchenführer erlebten hautnah, welche Kompetenzen die angehenden Gesundheitsmanager am Campus M21 erwerben. Die Studierenden erfuhren, welche Karrierefelder es gibt, konnten erste Kontakte knüpfen und sich ihrerseits ein Bild davon machen, welche Anforderungen ihre zukünftigen Arbeitgeber haben. Bei der Frage, was macht einen guten Gesundheitsmanager aus, herrscht in der Branche Einigkeit. Er muss eine hohe Sozialkompetenz neben einer sehr spezifischen Fachkompetenz mitbringen, sodass er sowohl verhältnisorientierte Maßnahmen wie verhaltensorientierte Maßnahmen steuern kann. Neben dem Fachwissen und einem guten Zugang zum Menschen ist es ganz, ganz wichtig, dass sich jemand für das Thema Gesundheit begeistern kann. Kommunikationsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit und eine Persönlichkeit. Branchenwissen im Bereich Gesundheit und Management Skills. Die Erwartung an den Gesundheitsmanager ist, dass er mit Engagement und Leidenschaft genau in diesen Kompetenzen arbeiten, die ihm liegen. Und dieses Themenbereich ist so vielfältig, dass ich glaube, dass jeden, den ich heute hier kennengelernt habe, einen guten Bereich für sich findet. Es war auch sehr interessant in den Gesprächen, da die Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen kommen, nochmal aufzeigen, welche Chancen wir als Gesundheitsmanager eigentlich alles haben. Und es wird auch nochmal sehr deutlich gemacht, auch von den Unternehmen selbst, dass man sich erstmal spezialisieren soll, beziehungsweise sein Fachgebiet finden soll, seine Leidenschaft für etwas entwickeln soll und dorthin dann später hinzugehen.